Das ist Wahnsinn, oder? Ja, es ist deine Mom. Und dein Boss, den du hast. Das ist schräg. Mom? Sarah, Schatz. Wenn du mich hören kannst, für welchen Film habe ich den Teen Choice Award gewonnen? Oh, schon. Ich glaube, ihr fehlt mit. Ich habe über die Stränge geschlagen. Das darf ich auch mal, oder? Ich habe ewig auf dich gewartet. Ist das eine Zeile aus dem Film? Ja. Das wird von Minute zu Minute schlimmer. Ich bin seit 2 Jahren seine Assistentin und kenne ihn wirklich gut. Er ist selbstsüchtig und egoistisch. Du steckst mein Chatouche-T-Shirt in eine Plastiktüte mit meinen dreckigen Turnschuhen? Es ist ein Unikat. Ich habe nur 2 davon. Er wird ihr wehtun und dann muss ich ihn töten. Ich habe Angst. Das ist okay. Du darfst dich fragen, wer war ich, bevor ich alles für die anderen war. Sowas machst du, wenn du nur essen und dich unterhalten willst? Sowas trägst du, wenn du nur essen und dich unterhalten willst? Es ist so leicht, mit dir zu reden. Was ist das nur mit dir? Oh. Ich glaube, ich versuche dich zu beeindrucken. Und ich weiß, ich tue es nicht. Ach, diese Sache mit meiner Mutter, diese ekelhafte Sexgebet-Sache, es ist vorbei! Mach's gut, Chris. Mach's gut. Wir sehen uns. Ihr seid nicht Jack und Rose, jetzt steig einfach auf! Ich liebe es, deine Mutter zu sein, mehr als alles andere auf der Welt. Aber ich fühle wieder Dinge, von denen ich nie dachte, dass ich sie wieder fühlen würde. Seit deinem Vater. Was? Ich Nein, das hast du gerade nicht gesagt! Ich will nur nicht, dass sie verletzt wird. Sie ist meine Mom. Deine Mom ist aber auch eine Frau. Es ist ihr Leben. Wozu bin ich gut, wenn ich meine Enkelin nicht dazu kriege, dass Buzzfeeds heißester Typ zu Weihnachten kommt? Du willst ihn wohl mehr als ich. Oh ja?